Hehe, schon ein cooler Post. Echt lässig. Oh, wir sind schon auf Sendung. Okay. Also, das Thema, das heißt, aufs Handy schauen, hat jetzt gerade mit dem, was ich euch erzählen will, zu tun. Herzlich willkommen beim Augenzentrum TV. Heute geht es um Gleitsichtlinsen und um Linsen, die auch das jüngere Publikum, also sogenannte Anti-Stress-Linsen, Digital-Linsen, da gibt es mehrere Begriffe. Das möchte ich euch heute erzählen. Ich erzähle euch jetzt etwas über Linsen, die sowohl für die Ferne als auch für die Nähe gedacht sind. Warum Ferne und Nähe? Für einen jüngeren Menschen ist das selbstverständlich. Bei mir ist es zum Beispiel schon so, dass ich eine Brille für die Ferne und für die Nähe brauche. Sprich, zum Lesen brauche ich auch eine bestimmte Stärke. Und das kann man auch in die Linsen einfließen lassen. Das heißt, mit den ganz normalen Linsen für die Ferne könnte ich das, was ich gerade vorhin getan habe, also Facebook oder Instagram, auf dem Facebook checken gar nicht machen. Das ginge nicht. Ich müsste das Handy entweder weiter weghalten oder mir eine Lesebrille nehmen. Aber wie wir wissen, sind wir alle eitel. Und es schaut nicht so cool aus mit einer Lesebrille. Deswegen trage ich Gleitsichtlinsen. Und das möchte ich euch jetzt näher bringen. Gleitsichtlinsen funktionieren ganz anders wie eine Gleitsichtbrille. Bei einer Gleitsichtlinse, wenn sie gut angepasst ist, kann man in alle Richtungen gut sehen, ohne zu überlegen, wie ich schauen muss. Das heißt, das wird vom Auge und vom Hirn automatisch adaptiert auf die richtige Entfernung. Es gibt hier auch verschiedene Systeme, also Gleitsichtsysteme bei den Linsen und verschiedene Materialien natürlich. Das werdet ihr mit mir besprechen, wenn ihr zu mir kommt und Interesse in sowas habt. Und ich werde es ganz genau anpassen. Das heißt, für dich persönlich die richtige Linse heraussuchen. Denn jeder hat auch andere Ansprüche. Aber jetzt werden die meisten, die das Video anschauen und ich sage mal etwas jünger sind, sagen, sowas brauche ich noch nicht, geh bitte, was erzählt er mir da? Moment einmal, was machen die meisten von heute? Das, was ich gerade auch getan habe. Das heißt, iPhone, iPad, verschiedene andere Tablets, PCs und so weiter. Das ist der digitale Alltag, der heute wirklich jeden betrifft. Und da helfen solche Linsen auch. Ja, tatsächlich. Es gibt diese Linsen, ich nenne sie immer Gleitsicht-Light oder Anti-Stress-Linsen. Man kann sie auch digitale Linsen nennen. Warum digital? Weil sie eben für den digitalen Alltagsgebrauch sehr gut ist. Das heißt, das sind Linsen, die euch helfen, eure Augen zu entspannen. Was meine ich jetzt damit? Wenn ihr auf eine bestimmte Entfernung, und wir wissen ja, wenn wir iPhone oder ein anderes Telefon oder sonst was immer so halten, dann ist eine gewisse Entfernung da, die immer vom Auge eingestellt werden muss. Und das ermüdet die Augen. Und mit einem leichten Nahzusatz, das heißt mit einer Linse, die euch das erleichtert und das Schauen in die Nähe viel angenehmer macht für die Augen, ist das wirklich ein irrsinniger Komfortgewinn. Das heißt, ihr werdet jetzt nicht so schnell müde. Ja, am Abend sind die Augen nicht so müde. Man muss nicht dauernd Augen rubbeln, weil sie so trocken werden und, und. Man kriegt auch keinen Kopfweh so schnell. Das heißt, das wäre etwas, was man für den digitalen Alltag oder für das, was man meistens macht, und das ist nun mal heutzutage das Handy schauen, gebrauchen kann. Es würde mich freuen, wenn ihr zu mir kommt und ich euch beraten kann. Egal, ob ihr wirklich schon in der Nähe einen Zusatz braucht und wirklich Gleitsichtlinsen braucht, oder ob ihr sagt, ich mache viel mit PC, ich mache viel mit irgendwelchen Tablets, ich mache viel mit dem Telefon, kommt bei mir vorbei. Ich berate euch gerne ganz unverbindlich und wir können uns anschauen, was das Ideale für dich eben wäre. Also, ich wünsche euch wie immer scharfes Sehen, alles Gute und tschüss.